Willkommen zurück zu Let's Play Monkey Land 2 LeChuck's Revenge. Revenge, Mensch. Gehen wir mal hier in das letzte Schiff. Dann haben wir Wootik auch komplett besucht. Ein Alligator 1024. Ist der nicht süß? Das könnte mich einen Finger kosten. Schauen wir uns mal das Gästebuch an. Nur ein Gast. Ja, aber dieser verdammte Lago ist für 30. Nerven wir dich mal. Bing! Bin eine Sekunde da. Bin eine Sekunde da, ja. Wie siehst du denn aus? Schwer beschäftigt. Entschuldigung, Sie, ich hätte gerne ein Zimmer. Tut mir leid, wir haben nur eines, aber das ist belegt. Lalala. Sofort stehen bleiben. Das ist ein Privatzimmer. Niemand darf da rein. Gut, das war's noch schon mal für das Zimmer hier. Für diesen Teil. Ja. Wir müssen erst auch ein paar Gegenstände sammeln. Oder uns ein bisschen schlau machen, denn ich würde sagen, wir brauchen das, was diese Insel am meisten braucht, müssen wir besorgen. Das hier ist die Karte. Scab Island. So, wir nehmen erstmal den Stock. Und gehen wieder. Strand, Wurtig, Friedhof, Halbinsel, Sumpf. Wir gehen mal zum Sumpf. Mojo. Internationaler Markt für Mojo. Ein Sarg. Unheimlich, aber seetüchtig. Benutze Sarg. Ruder zu. So, jetzt müssen wir ein bisschen auf diesem Sumpf rudern. Und da finden wir etwas. Okay, wir gehen mal rein. Und da sind wir. Sieht aus wie Bindfaden. Nehmen wir. Ich nur ein wenig. Vorführmodell. Show. Asche zu leben. Asche zu leben. Trashmark. Gegen frühzeitige Kremation. Nimm Glas. Nein, danke, das Katzenentwurmer. Ich wollte Asche zu leben. Ich wollte das Asche zu leben. Hey, das ist nur ein Vorführmodell. Nein, das ist nicht mehr sehen. Guybrush Threepwood. Es ist lange her, seitdem du das letzte Mal zu mir kamst. Kennen wir uns nicht von irgendwoher? Ah, wir vergessen oft die, die uns am meisten helfen. Das tun wir? Ich war es, der die Halfletschak zu beseitigen. Ich sagte dir, wo du die magische Malzwurzel findest und wie du daraus die mächtige Anti-Geist-Mischung brauen konntest. Ah ja, jetzt erinnere ich mich. Wegen diesem Glas, das ich gesehen habe. Das ist einer meiner mächtigsten Zauber. Er erweckt die Toten zum Leben. Ich nehme es. Jetzt sind wir so im Geschäft, ey. Da gibt es einige Komplikationen. Es funktioniert nur auf Asche und die Wiederbelebung ist nur von kurzer Dauer. Außerdem brauche ich eine Probe der Asche des Verblichenen, um die Rezeptur zu vollenden. Junge, ist Voodoo kompliziert. Naturgesetze bleiben Naturgesetze. Wie läuft das Geschäft? Sehr gut, viel Hexerei diese Woche. Habe viele Leute vor dem bösen Blick gerettet. Habe viele Goldstücke gemacht, aber Lago hat sich die meisten genommen. Ich wüsste gerne etwas über meine Zukunft. Ich sehe eine steinigen Straße, Guybrush. Die Dinge liefen nicht mehr so toll, nachdem du LeChuck vernichtet hast, nicht wahr? Die Menschen wollen immer mehr.
Du musst dich immer und immer wieder neu beweisen. Der Druck stieg, bis du alles verloren hattest. Dein Ruhm, dein Reichtum, die eine, die du liebst. Okay, das reicht. Erzählen Sie mir von diesem Lago. Er ist ein schwacher, kleiner Mann, der die ganze Insel herumkommandiert. Viele Leute haben Angst vor ihm, weil er mal die rechte Hand von LeChuck war. Aber LeChuck war einmal. Ich habe ihn selber zerstört. Das wahre Böse kann nie vollkommen zerstört werden. Du wirst sehen. Warum verfluchen Sie Lago nicht einfach? Das habe ich probiert. Aber die mächtigste Magie liegt in einer Voodoo-Puppe. Um eine wirklich effektive Puppe zu bauen, brauche ich einige persönliche Dinge von Lago und niemand ist tapfer genug, sie zu besorgen. Was für Zutaten brauchen wir für eine solche Puppe? Wirst du mir helfen? Vielleicht. Damit es funktioniert, brauche ich einige persönliche Dinge des Opfers. Je eines von den 4 Voodoo-Gruppen. Etwas vom Faden, etwas vom Kopf, etwas vom Körper und etwas vom Tod. Das klingt ja sehr mysteriös. Für den Faden brauche ich etwas von Lagos Kleidung und eine Locke von seinem Kopf. Eine Probe irgendeiner Körperflüssigkeit dazu. Und von einem seiner toten Vorfahren musst du einen Überreste einer Leiche beschaffen. Hier, nimm diese Einkaufsliste. Danke. Nun geh. Flaschen, Glas, Schädel. Okay. Benutzen wir den Sack. Eine Einkaufsliste. Und wir müssen eine Voodoo-Puppe bauen. Mensch, hab ich es schlecht drauf, die Voodoo-Lady zu synchronisieren. Die hört sich für mich an wie ein Typ einer Glatze. Ja, egal. Egal, da muss ich mit leben. Kann das Böse nie komplett auslöschen. Oh, super. Friedhof, Halbinsel, Wutig, Strand. Ah, gehen wir mal zum Friedhof. Ach, sind auch immer so lustige Dinge. Fledermäuse! Schauen wir uns. Die Rickets betreten verboten. Stans gemütliche Gruft. Hier lassen sie ihre sterbliche Hülle und nicht ihr ganzes Geld. Stan schon wieder. Immer dieser Stan. Die Quagmires betreten verboten. Erinnere mich an Quagmire von Family Guy. Hier liegt Nibbles, der Hund. Er war ein böser Hund. Wir sind froh, dass er tot ist. Sie sind aber so geil. Hier liegt Hank Plank. Kennt jemand diesen Namen? Er hatte kein Geld bei sich, als er starb, und ich suche noch jemanden, der die Beerdigung zahlt. Stan. Hank Plank. Nee, sagt mir nichts. Stans preiswerte Kreuze. Der Schmuck für die Gräber, die nicht viel kosten dürfen. Stans preiswerte Kreuze. Ja. Steht hier sonst nichts? Stans preiswerte Kreuze. Überall nur Stans preiswerte Kreuze. Okay, hier stehen Namen und hier stehen. Geh zu Kreuz, geh zu Kreuz, geh zu Kreuz C. Ja, das ist alles eins. Gehen wir zu der Gruft hier hinten. Die Grots betreten verboten. Was steht hier im Grabstein? Hier liegen die Gordo-Brüder. Zu dick für jedes Schiff. Hoffen wir, die Erde kann sie halten. War sie mal heute nett? Also das ist ja natürlich, sind ja 2. Warnung. Quarantänengruft. Die hier begrabenen starben am grünen Fingerfieber. Wo ist der coole Mann aus Jamaika? Ist der hier oben? Das Grab des unbekannten Piraten. Grab des unbekannten Kabinenburschen. Das Grab des unbekannten Betrunkenen, den wir in seinem erbrochenen Liegestand gefunden haben. Die Stelle handelt sich für Beziehungen VIP-Kunden bereit. Okay.
Hier liegt Daredevil Jim McDowell. Die Hand aus Holz, das Bein aus Holz, die Hand aus Holz erscheuerte kein Risiko und war darauf sehr stolz. Jim führte ein Leben voller Saus und Braus, doch dann ging ihm die Gliedmast aus. Kein Mann konnte Jen Louise was befehlen, nicht auf dem Wasser, erst recht nicht an Land. John konnte sich alles einfach nehmen und stehlen, bis ihn der Captain mit seiner Tochter fand. Es war ein Pirat, aus Jamaika. Der hatte eine Balalaika. Er zupfte die Saiten. Wir konnten es nicht leiden. Jetzt spielt er unter der Erde weiter mit Armende. Marco Lago Lagrande, Teufel von See, Luft und Land. Zum Glück ist er tot seit Jahren, schon zu Pech lebt allerdings noch sein Sohn. Okay, etwas vom Tod. Warte, etwas vom Tod. Benutze Schaufel auf, Grabstein. Jetzt kann ich nicht schaufeln. Benutze Schaufel auf, Grab. Ein unheimliches Gefühl. Ups. Ich schwöre beim Grab meines Großvaters, etwas Seltsames passiert hier. Boah, sieht bei dir scheiße aus. Oi, wir haben... Eklig. Ja. Kippt mir ein bisschen Fleisch dran. Gut, das war dann der Friedhof. Damit haben wir schon mal den ersten Teil, den wir brauchen. Halbinsel gehen wir noch nicht hin, da nützt es uns noch nichts. Gehen wir jetzt erst wieder nach Wutik. Und was machen wir denn? Gehen wir mal hier rein. Ähem. Ja. Kann ich etwas Politur bei Ihnen kaufen? Das macht auch ein Goldstück. Sonst noch was? Ich schaue mich nur ein wenig um. Naja, aber sicher. Klar. Tun wir nicht, wir gehen nicht weiter. Gehen wir mal in die Luke. Zur blutigen Lippe müssen wir nochmal. Gehen wir die Rotze. Nimm Werbeschild. Kann ich das nehmen? Ich lasse es hier wegen. Ja, okay. Wo ging das nochmal? Seite 193. Ja, komm. Benutze Spucke an der Wand. Ist krank. Gut, wir brauchen was anderes. Wie kommen wir da nochmal dran? Was können wir überhaupt noch machen? Wir können jetzt eben sein Holzbein polieren. Oh, warte, ich weiß, was wir machen können. Benutze Stock mit Faden. Nein. Benutze Stock mit Schachtel. Das klappt nicht. Öffne Schachtel. Benutze Stock mit Schachtel. So, benutze Faden mit Stock. Nimm Faden. Ziehe Faden. Gut, aber jetzt müsste die Ratte erstmal da rein. Tut sie das von alleine? Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich brauchen wir Käse. Benutze Holzbildschuhe auf Holzbein. Wie wir das gemacht haben, ohne es zu berühren, weiß ich nicht. Danke. Ja, hier ist ein Goldstück. So, jetzt können wir irgendwie das Cash machen. Können wir jetzt mehrfach machen. Ja. Ich kann das nicht überspringen. Arrgs. Das brauchen wir gar nicht mal so oft machen. Können wir uns mit dem Grog kaufen? Ich glaube nicht. Boah, wie ging es mal weiter? Jetzt fange ich schon an, jetzt so den Überblick zu verlieren. Gehen wir mal in das Fenster erstmal. Oh, wie ging das nochmal? Sheet.
Messer. Benutze Messer mit Koch. Mein alter Pfadfinderlehrer rotiert im Grab, wenn er mich ein Messer so benutzen sieht. Entschuldigung. Nicht stören, ich koche. Ja, gehen wir hier raus, ne? La 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 la. Der Barkeeper würde mich sehen. So, jetzt haben wir ein Messer. Mit einem Messer können wir sehr viel Teile machen. Ja, keiner hat mich gesehen. Wir können mit einem Messer Leute abstechen. Was will ich tun? Wir benutzen das Messer mit dem Seil, um den Alligator wegzukriegen. Hey! Wo sind die alte Wadenbeißer los? Wir sind die alte Wadenbeißer losgekommen. Wir müssen sofort einfangen. Boah. Bevor sich jemand einfängt. Käsereste. Nimm Käsereste. Scheint guter Emmentaler zu sein. Nimm Toupet. Und jetzt schnell wieder abhauen. Nein, warte. Schließe Tür. Ich bleib dafür nicht zu. Jetzt weiß ich wieder. Öffne Tür und ab mit dir, Guybrush, bevor Largo wiederkommt. Ich habe schon mal zwei Teile. Und im nächsten Part geht's dann weiter. Bis dahin und ciao.